Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Retro. Level 14. Letztes Mal haben wir ja die gesamte Folge auf Level 13 verbracht. Und ich befürchte, das wird nicht besser werden. Denn Level 14 habe ich nun tatsächlich noch nie gesehen. Ich bin sehr gespannt. Tasting the wine cellar had made you a little drunken. Oh nein, nein. Das ist nicht wahr. Die Controls sind invertiert. Warum? Und dann noch mit Geistern. Vielleicht bin ich, wenigstens bin ich ein bisschen schneller. Aber. Ich krieg doch jetzt hier voll auf den Sack, aber so richtig. Ja, du wartest da. Moment, sind sie jetzt nicht mehr invertiert? Was ist denn? Wie? Nee, es ist schon immer noch invertiert. Alter, nein. Ich komme hier überhaupt nicht klar gerade. Ah, scheiße. So, jetzt hier war ich noch nicht. Ja, mit Falle, natürlich. Warum auch nicht? Wo war ich denn noch nicht? Wo oben? Habe ich nicht einen Trank eingesammelt? Nee, das war so eine Reichskugel. Ein Reichsapfel. Oh. Ein Schatz noch. Der muss hier irgendwo sein. Vielleicht hier oben irgendwo? Nee, oben geht ja nicht. Ja, was? Moment. Hä? Manchmal kann ich springen, manchmal nicht. Was soll? Das gibt's nicht, ey. Aha. Also außerhalb von den Leitern springe ich ganz normal. Ich muss echt lernen, nicht auf Leitern zu gehen, wenn so ein Geist in der Nähe ist. Da ist der Schatz. Ich glaube, ich muss echt mal Gunnar fragen, was das soll, dass man hier ganz normal springen kann, aber nicht die Leiter andersrum hochkommt. Hier, pass mal auf. Da gehst du jetzt mal schön die Leiter runter, genau, damit ich hier schön die Leiter hochgehen kann. Ist noch nicht wahr. Ja, dann gehen wir mal mit null Leben in Level 14, 15 würde ich sagen. Das ging erstaunlich schnell, aber glücklich bin ich jetzt trotzdem nicht. Gut, mal gucken, wie es hier aussieht. Invertiert er einfach die Controls. Hallo, geht's noch? Caesar's Palace. Jetzt kann ich wenigstens wieder normal springen und so. Das sieht ja ganz so aus, als wenn hier was versteckt sein könnte. Aber mit nur 11 Schätzen? Naja, ich gucke erstmal, ob ich sowas finde. Did you find the treasure? Nein. Da ist es. Ah, danke für den Hinweis. Hoffentlich war es auch das Einzige. Da muss ich doch jetzt wieder super tief. Mit Schlange. Doppelschlange. Kann nur hoffen, dass die Schlangen nicht runterfallen. Das war ja jetzt auch wieder blöd. Wie viel Getier läuft denn hier rum in Caesars Palast? Der gute Mann soll sich mal einen Kammerjäger leisten. Alter.
ist ein Health-Trank. Den nehme ich mal sofort. Mit dem letzten Leben ist das jetzt, glaube ich, keine so gute Idee. So. Wenn ich den wegmache, dann komme ich da nicht mehr raus. Nee, das bringt mir auch nichts. Da hätte ich schon oben alle drei wegmachen müssen. So, holen. Und schnell wieder zurück und warten, bis sich das schließt. Irgendwie abkürzen hier. Auf jeden Fall nicht so. Und auch nicht so. Mann, Mann, Mann. Immer diese Vierer-Tiefen hier, das ist ja... Alter! Hör mal auf zu springen. Keine Zeit für sowas. Und rauchen sollst du auch nicht. Ist schlecht für die Gesundheit. Stell dir vor, du entzündest deinen Presslufthammeröl oder so. Komm, extra Leben. Das hilft mir auch nicht, wenn der Timer gleich abläuft. Oder die Schlange mich kriegt. Oh, Leute, was ist denn hier los? Echt mal. Das gibt's doch nicht. Ja, genau. Kommt Cäsar, spuckt mich an. Nee. Du willst mir doch... Nein. Das gibt's nicht. Warum setzt er mich denn da hin? Wie fies ist das denn? Das schaffe ich doch jetzt nie im Leben. Block, den man aufmachen kann. Tja. Versuche ich das wohl nochmal. Aber dann habe ich wenigstens auch wieder voller Leben. So, wo war die Treasure? Hier? Ja. Viechern vorbei. Was ist das überhaupt Blaues, was da rumfliegt? Ist das eine Libelle oder so? Heuschrecke oder... Naja. Was soll's? Hauptsache, ich bin dran vorbei. So, und jetzt machen wir das gleich nochmal, sobald hier die Schlange weg ist. Mit extra Leben. Ducken und hämmern. So, kannst mir gar nichts. Und ein Schlüssel. Down, but the need to key. Ja, den habe ich diesmal sogar. Ist das hier die Schlangenbrücke? Das war ja ganz intelligent. Da hätte bestimmt irgendwas total Wichtiges gestanden. Hier viel Viechzeug. Hallo? Geht's noch? Das ist ja wohl. So, entweder ist da noch eine versteckte Treppe oder ich brauche auf jeden Fall noch einen blauen Trank.
Da ist einer, das ist ja schon mal gut. Da ist ein Schatz. Fehlt ja nur noch einer, den habe ich oben, glaube ich, schon gesehen. Trinken wir doch mal diesen Trank. Da habe ich den gelben. Did you see anything in the selected box? Achso. Ja, 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 schon gut. Nein! Haut er mir einen Stein auf den Kopf. Och nee, jetzt... Nein. Jetzt habe ich den Trank nicht mehr. Und komme da nicht mehr hoch. Oder was? Wie scheiße ist das denn? Na, dann fange ich das wohl nochmal an. Unglaublich, ich werde am laufenden Band verarscht hier. Cäsar und sein Schlangenbrot hier, ey. Das ist bestimmt eine geschichtlich wichtige Anspielung auf Kleopatra. Weil Kleopatra auch immer so viele Schlangen hat. Ich rede Stuss. Gehst du zu? Was hat? Ach, Mann! Es geht schon wieder los. Ich bin aber auch ein bisschen unfähig heute. Blöcke hier erinnern mich irgendwie an die Runen bei Fez, fällt mir dabei gerade ein. So, das haben wir ja schon 100 Mal gemacht. Der Vorteil, wenn ich mit der Tastatur spielen würde, wäre natürlich echt, dass ich nicht ständig aus Versehen springen würde. Vielleicht sollte ich das nächstes Mal echt mal ausprobieren. Dann würde ich auch so eine Scheiße nicht mehr machen. Alter, ich habe doch keine Zeit für sowas. Nicht hin. Das ist natürlich diese brandgefährlich, wenn ich jetzt den blauen Trank dafür nehme, nur um dieses Ding ranzukommen. Das werde ich jetzt nicht tun. Da steht garantiert nur ein markiger Spruch drauf, wie von wegen... Das war knapp. Diesen Trank hättest du total gut da und da einsetzen können, aber da kommst du jetzt nicht mehr hin, weil du so neugierig warst. Das kratze ich sowieso erstmal ab. Wie jetzt? Alter. Ich kacke ab, wirklich. Das gibt's doch nicht. Nein. Falltür. Jetzt bin ich doch... versucht, das zu tun. Ich tue es einfach. Na? This drink is not for you, okay? Nehme alle Schuld auf mich, wenn wir jetzt den blauen Trank doch hätten oben brauchen müssen. Aber da ist die Tür. Das war knapp. So, warte mal, da ist noch ein... You have all treasure? Ja, natürlich habe ich die. Siehst du doch, Tür ist offen. Unfassbar.
Na, nach 3 Zügen. Na, haben wir jetzt ja sogar noch genug Zeit, uns mal das nächste Level anzugucken, würde ich sagen. Level 16. Zumindest einen Blick reinwerfen können wir ja nochmal. Vielleicht ist es ja auch ein kurzes Level, so wie 14 und nicht wieder so ein Riesenmonster. Also, nicht, dass das jetzt hier irgendwie lang gewesen wäre, aber es gibt ja nun mal Level, die brauchen echt lange. Besonders wenn man sie 100 Mal anfängt. Coldfinger statt Goldfinger. Auch nicht schlecht. Dann nehmen wir doch mal den hier. Diesen Trank. Ob es da unten noch weitergeht. Naja, ich gucke erstmal hier lang. Ja, da kann ich natürlich nicht. Schatz im Eis. Wir haben 41? Was? Alter. Kann ich eigentlich gleich mal ausprobieren, wie tief es hier geht. Vielleicht ist da ja noch eine geheime Schicht drunter. Oder da sind 130 Schätze im Eis. Aber erstmal sehen tue ich so nichts. Das muss natürlich nichts heißen. Gucken wir mal, wo es hier weitergeht. Da brauche ich einen roten Schlüssel. Da ist ein böser Schneemann. Okay. Oh, eine Bonusrunde nehme ich gerne. Wie komme ich denn da hin? Außer über einen Teleporter. Richtig viel Zeit diesmal. Gibt's garantiert auch einen Teleporter. Resettet oder falle ich jetzt mitten im Sprung hier ins Wasser? Letzteres. Aber gut. Kann ich nicht? Nein. Offensichtlich nicht. Okay, ich kann nicht mehr springen, wenn ich erstmal auf dieser Eisbahn da stehe. Das heißt, hier schön Anlauf nehmen und dann gleich auf die Leiter. Was gibt's denn hier noch so? Ah, da ist schon mal eine Krone, das ist gut. Da ist ein Eisball, das ist nicht so gut. Das ist alles verdächtig hier. Gibt's denn nicht vielleicht noch mehr Schätze? Stichprobenartig erstmal nicht. Hier steht noch ein schöner Pokal. Ey, da kann er klettern. Das ist nicht fair. Seit wann können Schneemänner Leitern laufen? Die sind viel zu weich. Och nein, nicht hier. Das ist doch nicht wahr. Komm ich da rüber? Ja. Ah, Schatz. Was soll das denn? Naja, eigentlich, ja, man hätte schlau sein können und das Ding da wegmachen. Ey, du willst mich doch. Was machst denn du da? Ob der wohl stirbt, wenn ich das aktiviere? Oh. Der Einzige, der hier stirbt, bin ich. Immer noch 32 Schätze, Alter. Wir haben noch 800 Sekunden Zeit. Das meinte ich mit Riesenlevel. Ah, nicht das im Trank zwischendurch. Kann ich hier unendlich weit weiterfallen? Da ist noch eine Bonusrunde, okay.
vollkommen die Orientierung. Esse ich mal eine Banane. Das offensichtliche Extra-Leben habe ich ja schon gefunden. Es kann höchstens sein, dass hier noch irgendwo eins versteckt in so einem Lego-Block drin liegt. Irgendwie glaube ich das nicht so ganz. Ja, wir hatten ja schon mal eine Bonusrunde, wo es auf jeden Fall zwei Leben gab. Gar nicht so aufzuregen, Alter. Kannst du mal ein paar Früchte essen? Muss nicht immer das rohe Rinderherz sein. Coldfinger. Gott, da bist du ja kirre bei, wenn du überall hochspringen musst. Da gibt's einen Teleporter. Natürlich gut sein, dass wirklich ein Großteil der Schätze einfach hier so rumliegt. Man immer mal wieder runterspringen und runterfallen kann. Das wäre ja gar nicht ganz so schlimm. Außer, dass es natürlich eine ziemliche Geschicklichkeitseinlage ist hier. Das ist auf jeden Fall ein Teleporter, das ist schon mal gut. Und mit dem blauen Trank kommt man ja vielleicht auch einigermaßen hoch. Weitläufig das hier auch ist, ey. Ja, und ein Schneemann läuft natürlich auch rum, klar. Da habe ich keinen Bock drauf. So. Da kann ich unten durch. Bleib doch weg, du. Guckst du. Wo bringt mich denn der Teleporter wieder hin? Oh, habe ich da viel übersehen. Und ganz oben gibt es bestimmt auch noch welche. Hier ist doch schon mal was. Ganz ernsthaft, das macht mich gerade ein bisschen fertig hier. Ich glaube, ich kann es ja nochmal versuchen, ob ich hier vielleicht rüberkomme. Aber ich glaube, da ich schon relativ lange aufnehme hier, werde ich die Lösung von Level 16 dann mal ein bisschen verschieben. Offensichtlich gibt es noch mehr Bonusrunden zu triggern. Ja, das war ja toll. Wenn ich jetzt hier Escape drücke, ja, dann bricht er einfach ab. Ja, gut. Und genau das werde ich jetzt auch tun, denn Level 16 ist derartig groß. Ich glaube, das verdient seine eigene Folge. Und wir haben ja jetzt nun wenigstens ein bisschen reingeschaut. Dann bin ich nicht vollkommen orientierungslos, wenn ich dann das nochmal versuche. Also mit diesen Worten auf Wiedersehen und bis zum nächsten Let's Retro.